Ach ja, eigentlich sollten wir uns jeder eine Frau nehmen und uns hier irgendwo zur Ruhe setzen, anstatt dämlichen Zetteln nachzujagen. Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du dich mit der halben Welt anlegst. Nach was? Für Leute wie uns ist das sesshafte Leben nichts. Mason ist jedenfalls friedlich geworden. Wenn ich Mason richtig einschätze, müsste er irgendwo da unten am Strand herumhängen und angeln oder sowas. Wir müssen nur den Weg hier runter und dann die Küste entlang. Ich habe Ray gefunden. Wow! Nette Arbeit, Ray. Eine alte Bretterhütte, etwas versteckt. Wir müssen dem Weg bis ganz nach unten folgen. Dich hole ich mir! Wow! Au, oh, Verbannte, deswegen. Au! Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Die Zigarettenpackung gibt's noch. Braucht Kartenstück. Das sagt gar nichts, das Kartenstück. Oh, Patrick müde. Oh, der Sonnenuntergang. Hier sollte mal jemand aufräumen. Das machen wir doch gerade. Ignaz aufräumen. Oh, und dann wieder zurück zu Red gehen und uns verarschen lassen. Yay. Ich weiß, wie ich ihn wahrscheinlich weggeschickt habe. Er ist mir einfach in den Weg gerannt. Was könnte... Ray? Wirklich? Muss das sein, Ray? Oh, vielleicht sollte ich nicht runterhupfen. Den Weg entlang, hat er gesagt. Oh, ist das ein langer Weg? Das ist ein langer Weg. Kurze Pause. Bam. Ah, we back. Hey du, hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Hey, Moment mal, da ist ja der Mistkerl. Mann, Ray, du steckst ganz schön tief in der Scheiße. Weißt du das? Freut mich auch, dich zu sehen, Mason. Bist du jetzt sein neuer Aufpasser, oder was? Sieht ganz so aus. Tja, Mann, dann haben wir jetzt wohl ein kleines Problem. Oh. Ich will seinen Arsch und du hältst deine schützende Hand über ihn. Also, wie regeln wir das jetzt? Ihr wart doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Nee, Kumpel. So billig kommst du mir nicht davon. Fight. Woher Fight. Weißt du, dass Fight. Ray so viel wert ist? Von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Rück den Steckbrief raus, oder ich prügle ihn aus dir heraus. So, so? Du willst es auf die harte Tour? Kannst du haben. Lächerlich. Was hast du erwartet, Ray? And there he goes into the ocean. Was wolltest du da so eine Pipe regeln, Ray? Langweilig. Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein. Wenn das so ist, dann sage ich dir Bescheid. Aber vielen Dank erstmal. Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht doch noch Hoffnung. Hab ich den gelootet? Hier ist er. Ein Ort hier. Aber
Da klitscht oben was. Cut! Back on the road again. Rückrichtung Durasses Mission. Du, leichte Beute. One-Shot. Extrem leichte Beute. Und wir machen die Duras-Mission fertig, bevor wir uns mit Red weiter ärgern. Red. Was für Red? Was haben wir hier? Ich mach das. Das wollte ich. Kleiner Beißer. Der tut doch nichts. Die haben nichts drauf mehr, die Beißer. Oh. Und dann werde ich auch mal schauen, dass ich das Spiel fertig bekomme, bevor Alex 2 rauskommt, was sowieso eine Riesenaufgabe alleine schon ist. Krug, Hammer, kleiner Energiespeicher, Lagerfeuer haben wir früher schon reingeklitscht. Ratte! Nimm das, Red. Nimm das. Oh. Im Elix-Lager. Ein bisschen ein Elix. Oh, man kann mal reinbohren. Ich hab was bekommen. Gibt's noch mehr Elix? Nein. Da müssen wir hin, glaube ich. Zur Oberseite bleiben. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Wetterstyle. Sehe ich da eine Parcours-Herausforderung oben? Ach du. Irgendwie habe ich Bock drauf. Ich werde wieder das Schlimmste aus Mr. Ray Skywalker herausbringen. Yes. Oh, this is gonna suck. I'm ready. Nein, noch nicht. Gute Arbeit, Ray. Ah, schau, da klitscht gar nicht darum. Auch nicht. Wow. Bin beeindruckt. Oh, guter Jump. Muss man den lassen. Ist schon besser. So, jetzt weiter. Ha! Kein gratis Content für mich. Mist. Ein bisschen Setzerbrot naschen. Okay, nächster Versuch. Okay, speichern. Wir haben es soweit geschafft. Ray macht gute Arbeit. Wo geht's denn da jetzt weiter? Ist da drüben was? Ist da oben was? Die Bäume schauen leicht geklitscht aus. Hier drüben. Da ist wahrscheinlich nichts Wertvolles oben. Hier drüben. Was? Ich hab das Elix gesehen. Elix. Großes Elixid-Beutel. Das war doch nicht alles. Nur wegen ein klein bisschen Elex. Elex. Okay! Ich habe mir irgendeine legendäre Loot erwartet. Ich werde nur einen legendären Tod bekommen. Das war's nicht wert. Nein. Okay, let's jump. Das war's nicht wert.
Was haben wir hier? Speere. Das ist ein Minispeere. Zählt das überhaupt schon als Speer? Ja, gute Arbeit, Ray. Ohne dich hätte ich nie geschafft. Gute Arbeit, guter Mann. So, wo ist Fast Travel Station? Hier it is. Hier it is. Yay. Mehr Speere, Pfeile. Die brauche ich zum Verkaufen für eh nichts Tränke, wo ich hier schon süchtig bin. Ah, alles zum gratis looten. Drüsensuppe, Mana dran. Nice. Wollten hier nicht nochmal ein paar Wachen auch sein? Schaut ziemlich verlassen aus. Komisch. Da ist wer. Berserker. Eine Quest gibt's da nochmal. Ring der Berserker. Ich muss mir anschauen. Nicht, dass das wirklich einen Wert hat. Wo ist der Typ, der mir die Quest gibt? Bist das du? Berserker. Elixir, ich kann es gratis nehmen. Fell auch. Sehr großzügig. Deswegen bin ich euch beigetreten, Jungs. Und danke für den Ring der Berserker übrigens. Darf ich es da runterhoppen? Nein, schaffe ich es nicht. Oh, wo war der Weg hier? Hier ist doch ein Viech. Jungs. Jungs, hier ist ein Viech. Passiert kein. Ah, Jungs. Einfach keinen interessiert. Was geht ab? Wer gibt mir die Quest? Hey, Stan. Du hast dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartungen betraut. My biggest fan, Stan. Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik, aber den Eindruck machst du nicht gerade. Genug, um zu wissen, dass der Mechanismus alles andere als komplex ist. Wie kommst du darauf? Weil es nur ein paar Zahnräder braucht, um die Wasserkraft zu übertragen. Na schön. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nichts. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Und unsere Väter taten gut daran, es für das Pakt zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Oder du trittst sie runter, wenn sie es geschafft haben. Ja, das wäre auch eine Maßnahme. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere, naja, du wirst es herausfinden. Oh, was los, Ray? Magst du keinen Tumor? Oh. Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Da wäre noch etwas. So? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Und das, obwohl du den Aufzug bewachst? Kann sein, dass ich irgendwann den Posten kurz verlassen habe.
Das spricht nicht gerade für dich. Vielleicht hat auch einer der Männer bei den Wartungsarbeiten das Ding entwendet. Was weiß denn ich? Sagtest du nicht, du allein bist für die Wartung zuständig? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich hab das Ding ausgebaut und in den Wind getreten. Zufrieden? Und warum das alles? Weil ich nicht will, dass auch nur einer aus dem Tal hier wieder seinen Fuß hinsetzt. Mir ist es egal, ob sie durch die Verbannung rehabilitiert werden können. Für mich bleiben sie Aussätzige. Der Tod ist die einzig gerechte Strafe, die sie verdienen. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Tu, was du nicht lassen kannst. Du sagst mir jetzt, wo ich das Zahnrad finden kann. Gut. Du weißt ja jetzt eh Bescheid. Sieh dich unten beim Wasserfall um. Dort liegt es vielleicht noch. Geht doch. Schon als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass der Tag beschissen wird. Ganz schön hoch hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Interessant. Ich stoße dich nur runter. Noch eine gratis Loot für mich hier. Aufzug funktioniert ja nicht. Okay. Wo ist es? Hier ist ein für die Truhe. Wie im Bilderbuch. Ja, schaut gar nicht schlecht aus. Ich darf nicht reinschauen, hat er gesagt. Versteckte Schatulle, Anleitungen. Versteckte Schatulle. Ups, hab reingeschaut. Machen wir zuerst die Mission mit dem Zahnrad. Hier, der Aufzug. Sollte nicht zu lang dauern. Runterhupfen, Zahnrad nehmen, raufhupfen. Mächtige Hainpflanze. Und dann wie weit kann er sein? Bist du blöd? Weil... Was steht nicht still drauf. Aber ja, ich bin ein bisschen blöd. Lucy, kannst du dir beweisen? Was ist los? Was gibt's für ein Problem? Doch nicht nur ein Biggest Fan. Hopp, Ray fliegt auch mit. Guter Junge. Ratte. Hopp, echt der Feind. Superbier, Heiltrank, Elixit. Ja, da ist schon mal wer raufgeklettert und gestorben. Nachricht eines Verbrannten, verbannt. Warte. Lass mal zählen, hier. Das gibt's ja nicht. Jesus, ich sehe es. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Nee, gar nichts wird aufgepasst. Okay. Ich glaube, hier waren noch die Stufe 15 Mission für meine Rüstung. Die ist auch noch wichtig. Oh, ich verliere die Übersicht bei dieser Questkarte. Besondere Spurensuche. Da. Schneller Aufstieg. Yes, direkt vor mir. Sehr schön. Wichtig. Wichtig. Wieder ein Uakbock. Ja, der hat keine Move gegen meine Chance. Ja. Keine Moves gegen meine Chance. Okay, willst du, dass ich darauf klettere? Oder fliege? Regen. Wo wollte ich tatsächlich hingehen? Besser speichern, bevor ich wieder in den Tod falle. Wäre nicht das erste Mal. Hier haben wir ein kleines Dorf, wie es ausschaut. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Gut ist. Verbannter.
Greifen die mich an dann? Oh, jetzt werden sie mich angreifen. Oh. Okay. Wow. Au. Oh. In was für der Gegend habe ich mich da jetzt reinschupfen lassen. Oh. Der nächste, der nächste. Jetzt sind beide wirklich auf mich. Ray, da ist ein fetter Schleimdragon. Das Alienviech da. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon fighten hätten sollen. Guter Becher. Elektroschrott. Oh. Das ist keine leichte Gegend. Nein. Einzelne Pfeile hochnehmen. Yay. Sind mehr Gegner, da drüben sind mehr Gegner. Ich glaube, Ratte. Oh, alle Ratten müssen sterben. Alle Ratten. Alle Ratten. Hammer. Die Mini-Loot finde ich hier noch. Etwas Interessantes auch. Nee. Ein Werkbank wäre klasse. Das ist ein Heim. Heben wir Besen auf. Hier schaut es noch viel Loot aus, auf jeden Fall. Okay, rennen wir mit dem Typen. Dann sind wir vielleicht hier schon mit der Folge hier fertig. Oh! Wir rennen nicht mit Typen. Ratte, du warst das. Gunnar ist ein tot. Ein toter Erzberserker. Oh. Das muss Gunnar sein. Das arme Schwein hat sich wohl mit letzter Kraft hierhin verzogen und ist dann seinen Verletzungen erlegen. Von ihm kann Ragnar keine Hilfe mehr erwarten. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Ja, mit Ehre und Würde ist er nicht gestorben. Okay, wir looten dieses Haus. Und dann gehen wir raus. Hier scheint nicht zu sein. Ratte sind hier. Alle Ratten. Sie alle müssen sterben. Ring des Diebes. Ja. Ob ich so einfach dann meine nächste Rüstung bekomme? Weil ich einfach Gunnar aussetzen werde. Ne, da kann ich nicht durchfliegen. Oh. Ich habe eine Stiege rauf gesehen. Oh, da ist noch ein kleines bisschen Geierszorn. Oder nicht? Okay, wir schauen uns an, Geierszorn. Ha, ist ja gar nicht so stark. Minus 8. Was Soccer aber. So viel kann ich wirklich nicht mit Zirkel machen. Ich hätte in Dietrich stecken sollen, statt Haken. Besen. Dann gute Messer und Besen noch herumstehen. Okay. Axt.
Loot liegt auf jeden Fall. Während der letzten Stunden ist überall Panik ausgebrochen. Die Corporation hat ihnen einen Rettungstransport zur Verfügung gestellt, welcher sie und ihre Familie in Sicherheit bringen wird. Ich sage es nicht gerne, aber die Straßen sind jetzt schon komplett verstopft. Wenn die Leute herausbekommen, dass sie nicht sicher sind, wird auch hier Panik ausbrechen. Es bleibt ihnen überlassen, wie sie vorgehen werden. Dieses Ding machen wir noch, was das immer ist. Dann wird Missionen abgegeben. Oh! Mist. Und kletter doch rauf. Kletter doch rauf, Mann. Das ist so ein großes Flügelfisch. Bekämpfen. Das Batman-Monster. Was ich schon ein paar Mal gesehen habe. Jetzt, wo ich glaube, dass ich stark genug wäre. Gibt es eine Aussicht, die man genießen kann? Goldraune. Wirklich? Wegen der Pflanze? Wegen der Pflanze bin ich hier raufgekommen? Oh, Alex! Ja, es ergibt Sinn. Oh. Erst zurück zum Lift. Brrr. Und dann die Berserker-Runde. You stand, my biggest fan. Stimmt. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Du lässt dich also nicht umstimmen. Na schön. Ich mach's unter einer Bedingung. Gib mir dein Wort, von Mann zu Mann, dass du Stillschweigen darüber bewahrst. Ragnar darf nicht erfahren, dass ich den Aufzug sabotiert habe. Einverstanden. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Back to Ragnar und Duras. Jo, Ragnar. Dein Mann ist tot. Gunnar und Otto. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Gunnar kann dir nicht mehr helfen. Warum? Was ist mit ihm? Ich habe seinen Leichnam im Tal gefunden. Ausgerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass er dort den Tod findet. Es wird mich einige Zeit kosten, seinen Ausfall wettzumachen. In jedem Fall hast du meine Stimme verdient, auch wenn der Umstand hätte besser sein können. Wegen meiner Angrim bürgt für mich. Ich hoffe, du hast dich nicht auf eines seiner Spielchen eingelassen, um ihn dazu zu bewegen. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich schnell verbrennen. Okay. Wegen meiner... Bin ich noch nicht Stufe 15 oder was? Wer fehlt noch? Wer fehlt noch? Werkbank machen wir später. Wer fehlt noch? Doch der Magier-Typ. Oh, Duras. Oh, sollte zuerst Fett speichern. Fett speichern! Denn es ist soweit. Oh, das große Duras-Duras-Finale. Duran Duran. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha. Und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal.
Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Das kannst du ja gerne versichern. Niemand wird dir glauben. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon? Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Askor hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die Einzigen, die dich überführen können. Das sind zwei zu viel. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Okay. Ah. Ah. Ich freue mich schon. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Askor erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder. Was? Was redest du da für einen Unsinn? Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Askor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls.
Das ist letztens ein bisschen anders ausgegangen. Wird wahrscheinlich hier gleich noch passieren. Und Horas. Duracell. Ah. Duras. Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter. Mag sein. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Lass mich nur machen. Oh, er hat auch eine Ausweichrolle gemacht. Ups. Du hast das. Schau nur zu, Ray. Schau nur zu, Ray. Genau. Du bist zum Schluss dran. Allerletzter. Ich werde dich mir auch behalten, Ray. Duras wurde gerichtet. Das sind keine guten Nachrichten. Aber gut, dass es erledigt ist. Hier hast du deine Belohnung. Oh, mehr Belohnung. Wegen meiner Ich bin soweit. Du hast es in der Tat geschafft, die Stimmen aller Warlords einzuholen. Damit hast du bewiesen, dass du würdig bist, ein Krieger zu werden. Von nun an kannst du dich als solcher zu erkennen geben. Triff dazu unseren Schmied. Er wird dir eine entsprechende Rüstung verkaufen. Möge die Kraft des Manas durch dich fließen und deine Feinde erzittern lassen. Uff. Was muss ich tun, um Erzberserker zu werden? Ich hab mich wohl verhört, du willst was? Du hast mich schon verstanden. Jeden anderen hätte ich längst hinaus befördert, aber dein Blick verrät mir, du legst es wirklich darauf an. Erzberserker, hm? Na schön, vielleicht hast du das Zeug dazu. Die Aufgaben, die du von den Warlords bekommst, werden nicht leicht. Als Erzberserker musst du beweisen, dass du Angriffssituationen beherrschst, Weltenherzen zu verteidigen weißt und dich auch in der Kunst der Diplomatie verstehst. Denkst du wirklich, du bekommst das hin? Nein. Natürlich. Gut, dann geh zu den Warlords, um deine Aufgaben zu erhalten. Oh, ja. Oh, ich kann noch was nehmen. Gift. Okay, okay. Hast du noch was es zu sagen? Freut mich, dass wir dich in unseren Reihen begrüßen dürfen. Verscherz es dir nicht mit den Alteingesessenen. Mehr rate ich dir nicht. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Jora wird sie unbrauchbar machen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast mir mit dieser Tat einen großen Gefallen getan. Und auch unsere Gemeinschaft schuldet dir Dank. Da, für dich. Was habe ich echt noch was bekommen? Das habe ich doch schon abgegeben. Ja, danke fürs Zuschauen. Episode vorbei. Ich werde die Sachen im Hintergrund regeln.